Einen wunderschönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, über einen Monat ist es her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe gar keine Ahnung, was wir jetzt hier zu tun und zu lassen haben. Mit dabei ist der Holger. Und der Commander. Der nichts sagt. Einen guten Morgen. Ah, doch. Aber ich musste irgendwie von dem Spiel selber mal den Ton ausmalen. Ich habe mich doppelt in riesen Zeitverzögerung gehört. Okay. Und dich doppelt und den Kommi auch in doppelt gehört. Das ist ja grauenhaft. So, was machen wir hier? Oder was wollen wir machen? Ja, zumindest nicht in der Nase puckeln. Nee, um Gottes Willen, das will ich gar nicht. Ich würde mal sagen, ich fange jetzt mal hier mit den ganzen Marineaufträgen an, bevor wir überhaupt mal mit der Hauptmission weitermachen. Ne? Ja, Leute, Martin hat ja so oder so immer ein Problem. Er und seine ganzen Schatztruhen, die er liegen lässt. Ah. Ja, aber in denen habe ich dir schon mal probiert zu erklären, in den Schatztruhen sind Sachen, die du später brauchst. Ich weiß, unter Wasser. Da auch, aber auch auf dem Land sind, gibt es auch einige Schatztruhen, wo was drin ist. Aber ist halt Martin. Man kennt es nicht anders, ne? Genau. So, wie viel Kohle haben wir eigentlich? 30.923. Wie kann ich meinen Ejector aufbessern? Mal nach. Okay, gar nichts. Ich brauche noch Stärke für der Harpunen. Also ich lege einiges wieder zurück. Okay. Weil ich sehe jetzt erst wieder hier... Oh, Rumpfausbau kann ich machen. Nee, kann ich gar nicht. Elite-Rumpf, ja, das heißt, ich muss definitiv noch tauchen gehen. Quizás en otro momento le venga nicht mehr tauchen, sondern einige Sachen machen. Seide auf Wasser, Mission starten. Auftrag annehmen. So, mal gucken, wann das bei mir kommt. Beute übertragen. Kannst Sachen finden, indem du da Schätze ausbuddelst. So, jetzt gehst du erst zu dem hin. Jetzt machst du Mission starten. Ja, kann ich. Jetzt nimmst du erst den Auftrag bei mir an. Also ich bin locker wieder 10, 15 Sekunden dahinter. Ja, das ist natürlich nicht schön. Ja. Bei dir aus? Captain ist am Ruder. Segel setzen, Bewegung! Genauso wie bei dir. Bring jeden fetzen Stoff in den Wind! Das ist ja so, wo versteckt es uns jetzt denn? Was? Jetzt bist du erst am Lenker. Nein, am Steuerrad, Entschuldigung. Oh, hier muss ich ja noch eine komplette Insel erobern, sehe ich gerade. Da sehen wir noch nicht. Was? Da sehen wir noch nicht. Wie, da sind wir noch nicht? Hallo? Sehen wir noch nicht, jetzt sehen wir das erst. Okay. Kann ich... Hallo, würdest du mal bitte freundlicherweise die... Danke. Oh. Der will mich ärgern. Ja, wir sehen es immer erst 10 Sekunden später, inwiefern, inwieweit er mich ärgert. Egal. So, dann wollen wir jetzt mal... Achso, erstmal gucken, wie viel habe ich denn jetzt überhaupt an 949 Metall, 1944 Holz und 1970 Stoff. Naja, herzlichen Glückwunsch. Aber dafür null Zucker und null Rum. Ja, hast du ja auch verkauft. In der letzten Aufnahme, ne? Ich glaube ja. Ja, glaube ich auch. Oh Gottchen, ein Kanonenboot. Habe ich eigentlich schon die Drehbassen auf Elite? Ich glaube ja. So, aber bevor ich jetzt hier total blöd durch die Gegend segle, werde ich irgendwie mal gucken. Oh, 5 Metall, schön. Ja, was den Holger so ankotzt, ist, dass hier auf diesen kleinen Inseln immer so eine Schatztruhe ist, dann hält er immer dafür an und holt sich die. Jawohl.
weil das gehört auch zu dem Spiel dazu, Mann. Damit der Holger dann seine Ruhe kriegt, werden wir jetzt mal hier anhalten und werden uns die eine kleine Truhe holen. Ich mach das eigentlich auch sehr gerne. Ich finde die Schwimmwege immer so lang und langsam. Ja. Okay, aber das ist halt das Problem, in einigen Truhen sind Sachen drin, die du später brauchst. Aber Martin ist ja einer von denjenigen, die immer alles probieren zu kaufen. Gottchen, da hätte ich aber noch anders fahren können. Ja, siehste, selber schuld. Wenn man anständig fährt. Halt die Klappe! Alter Nörgler, du! Ach ja, guck mal, außerdem ist da noch 3 Blut, sehe ich gerade. Was ist da? 3 Blut. Was man jetzt nämlich zuerst aufmacht, ist 3 Blut. 2 Holz. Jetzt geht's ja erst zur Truhe hin. Ja, da bin ich schon lange weg. Bei uns, also bei mir. 2 von 46 Truhen habe ich erst auf diesen Inseln. Ja, so, und bei mir hast du jetzt erst die Truhe aufgemacht. Jetzt bin ich gerade im Wasser. Wo ist er bei dir? Genauso wie bei dir, Holger. Aber das ist ja das, was ich Martin letztes Mal auch gesagt habe. Wo, oder was hatten wir denn da? Ach, das Autorennen, oder was war das da? Autorennen? Autorennen, wo du hier mit dem Auto durch die Gegend gefahren bist. GTA 4. Ja, genau, da hatten wir das auch schon mal probiert. Da war ich teilweise noch weiter zurück. Bei Mann, die Starken, wir holen dich! Schissen dann mit zu kommentieren. Ja, aber damals war das noch wegen der miesen Internetleitung. Ja, ich meine, jetzt haben wir ja auch keine viel besseren, sonst würden wir ja auch nicht so weit zurück sein. Obwohl, da liege ich wahrscheinlich an dem Live selber. Bestimmt. Ja, überleg mal, der Gronkh und so, die streamen immer in Full HD. Wie weit die dann auseinander sein müssen? Deine Schnellreisen. Was? Deine Schnellreisen. Alle an Bord! Herzlichen Glückwunsch. Oh, Belohnung 2400. Ja, wer lesen kann, ich meinte eigentlich, wer lesen will, kann es gerne machen. Wenn wir mal da hinkommen würden. So. Jetzt kommen wir da hin. 2400 Belohnung. Ja. Schwierigkeit Stufe 5. Jawohl, Chef. Eine Fregatte versenken, spanische Bricks versenken. Och Gottchen, das soll Stufe 5 sein? Von der Schwierigkeit her? Kommt drauf an, wie viele es sind. 1, 2. Captain ist am Steuer. Das ist ja mal gar nichts. Das soll Stufe 5 sein, weißt du? Ja, okay. Hier ist schon klar, du bist jetzt hier im schwierigen Gebiet. Das heißt, die Schiffe sind auch nochmal stärker, der Gegner. Ja, ich meine, die Injector, die ist ja schon fast komplett aufgerüstet. Was haben wir denn da vorne? Das ist eine spanische Fregatte. Oh, die müssen wir direkt versenken. Das ist doch mal was. Ja. Da sind auch noch andere. Ja. Scheint zu sein. Was? Auf der anderen Seite ist zwar eine Brick. Ja, rechts, ne? Enterst du die oder verdenkst du sie gleich in einem Stück? Schauen wir mal. Alter Abstand und warten auf dein Zeichen, Captain. Ach, natürlich, da richte ich mal schön 2. Feuer! Schieß, Feuer! Das war kein Mörser, das war nicht schwer. So. Bereit zu feiern! Feuer! Also die Drehmassen sind noch nicht voll. Feuer! Hast du es drei? Die haben uns Feuer! Ich verstehe dich gerade ganz schlecht, weil. Ja, wenn du ja die Drehbasis benutzt hast, dann hast du das ganze. Feuer! Ein paar Treffer hier und sie brennen! Feuer! Bleib spontan! Verdammt, bist du verrückt, Sie feuern, Sir! Ach du meine Güte, da kommen ja noch mehr! Ja, hab ich doch geschafft. Geht sie ran, Matros! Na, dann muss ich jetzt aber erstmal hier meinen Ejektor reparieren gehen.
Das war ein Schuss ins Leere. Naja, 7 von 15 haben wir wenigstens. Hallo? So, 10 von 15, hey! Oh, diese gegnerischen Captain, die sind... Das war mein Monster. Ja. Da meint doch tatsächlich einer, sich mit mir anlegen zu müssen. Das ist wohl mal wert. Das war der Captain. Ja, der Captain, der war. Der meinte, er müsste jetzt ab. Die Flagge des Schiffs zerstören, na dann machen wir das doch mal. Ah, die Flagge meint er jetzt. Das ist viel lustiger, wenn du verteidigen sollst. Alter Drecksack! Weil der auch Pferde macht. Weil er wieder meint. Ich glaube, ich muss den Spielstand mal ein bisschen leiser machen. Ich verstehe mich nämlich kaum. Ich hab den Spielstand aus. Ja, ich auch. Weil komplett? Ja, sonst hat der doppelt rein. Ach so. Mit der Verzögerung. Genau, wenn wir jetzt den Ton anhätten davon, würde ich dich in 15 Sekunden hören, was du gerade eben gesagt hast. Und auch hör nicht dann schlecht. Aber auch wieder das. Boah, 180 Metall! Na, das ja, lasse ich mir doch gönnen. Nee. Das gönne ich mir noch. Immer noch klein, siehst du das schon? Jetzt kommen die 180 Metall bei mir. Also liegen wir gute 10 Sekunden zurück. 10, 15. Feuer! Hilfe! Feuer! Ihr werdet es gleich sehen. Sie präsentieren sich uns. Feuer! Lasst sie dafür bezahlen. Gebt mir etwas nach. Feindliches Feuer! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Feuer! Die haben es alle auf mich abgesehen. Hilfe! Setzt man vor den Segel, sonst gehen die alle auf den Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie bringen! Feuer! Feuer! Da ist sie am schnellsten! Feuer! Lag eingesteckt, Captain! Feuer! Alter, ich glaub nicht, dass ich das überleben werde. Da sind sie am entschuldigsten! Lang ist so, über 1. Was hab ich? Ich bin gleich tot! Das kann man nicht. Kann man nur versenkt nennen. Feindliches Feuer! Bereit machen zur Aufschlag! Oh, 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 oh. Wir gehen gleich runter, Edward! Feindliches Feuer! Nein! Ich bin tot! Scheiße! Das war ein Frontalstoß. Ah ja, jetzt sehen wir. Warte. Jetzt knallt er zusammen. Ah, Rauchbeutel 1 kann jetzt im Inventar hergestellt werden. Unter Herstellung so. Synchronisiert. Ja. Machen wir das doch mal eben. Wusstet ihr, Hornigold und Blackbeard haben mal ein Schiff überfallen, nur um die Hüte der Besatzung zu bekommen. Okay. Weiß nicht, was es denen gebracht hat, aber... Halbe Segel, ja, fangt etwas Wind ein! Bitte schon, wie viel Mörser habe ich? 15. An die Schotten! Das Schöne ist ja, das sind alle spanische. Oh Gott! Wenn das andere wenigstens Briten wären. Fregatte, Brig, eieieiei. Na, das kann ja was geben. Das ist ja richtig. Die werden mich so niedermetzeln. Du musst es aber jetzt auch nicht übertreiben. Feuer! Schieß dahin! Feuer! Erwarten Befehle! Feuer! Sind Sie dort, Sir? Das wird Sie versenken! Alter, die nehmen kaum Schaden! Feuer! Was ist hier das?
Ich glaube, ich bin gerade, ja, ich bin gerade auf Dings gelaufen. Ihre Kanonen, bleibt weg! Feuer! Da ist die Schwachstelle! Feuer! Alter! Feuer! Ja, die schweren Kugeln, die habe ich ja auch. Gute Angriff. Aber sollen wir entern, Sir? Was? Sie haben uns, Captain. Wovon redest du da gerade? Vom Battlefield 4. Bleibt standhaft, Jungs! Feuer! Schieß dahin, Sir! Feuer! Vorsicht! Dieser Schiff ist alles außer Betrieb, Sir! Ein Schiff hat sich schon mal entern, um zu reparieren. Ich weiß. Bin doch gerade auf dem Weg dahin. Ja, dann sind wir dann in 10 bis 15 Sekunden. Dass sie uns rammen? Das hat er wieder hingekriegt. Ja. Sieg! Und den Land ab, nein! Wie kannst du zum Henker 3 Fässer nach hinten schmeißen? Schießen Sie sich an! Indem er das aufbessert. Ich hab die Dinger nicht benutzt. Wow, 4 Stück dabei. Was ist denn das hier für ein Durcheinander? Keine Ahnung, ich bin noch los. Der gibt mir die ganze Zeit Backpfeifen. Der kennt mich. Ja, ja. Das ist ja nichts Neues. Du musst verteilen. Dankeschön. Was heißt hier mit A? Ja, laufe ich da jetzt hier erst so schön an den Beinen vorbei? So, und jetzt sind noch die... Spring da hinten. Was lacht ihr denn so? Was denn? Du da hin und her springst, wenn du nicht Leute durchläufst. Ich hasse die. Ja, rechts ist er auch nicht, er hätte mich schon. Er sammelt aber auch schlecht ein. Ich sammle nicht, ja, ich plündere nicht. Ja, was ist los? Oh. Ich bin doch auf dem Weg nach oben. Los, fahr mal. Geh, jawohl. Mal gucken, ob hier noch vorher verrecken noch einen hat. Ich hab's gesehen. Bevor die Fahne unten war, hat noch eine erledigt. Nee. Mal gucken, was er jetzt kriegt. Lass mal uns mal überraschen. 44. Viren und Fahrt auf dem erbeutet, mit denen du das Schiff aufrüsten kannst. Ich würde sagen, die Gefahr ist vorüber. Oh, fuck. Eine Toilette. Feuer! Ja! Feuer! Bereit zu feuern, Herr Captain! Eine Salve genau da rein! Bereit, Rahm und Maßregel fest, Feuer! Ja. Feuer! Ist sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Weil das ja eine Mission ist. Bereit zu feiern, Sir! Marine-Mission. Durch die Marine-Mission kriegst du den Gegner Feuer! Alle Segel, Bewegung! Nur bei dem normalen. Alle Segel setzen! Gleich hab ich sie, ich hab sie doch gleich! Feuer! Ja. Einen hab ich! Perfekt! Alle an Bord. Mission beendet. Endlich!
fortsetzt. Sehen wir das nicht, ne? Ja, aber gleich. Los! Lohnt sich das Plündern überhaupt? Jetzt. Du bekommst das Doppelte der Ressourcen. Segel setzen! Abzuschießen, plündern, geht das. Lehsegel raus! Wenn du so abballerst, kriegst du die Hälfte immer davon. Naja, weiß ich. Was sind denn nur 10? Aber die waren verdammt stark, ja. Das ist nicht so gern. Ich hab gesagt, das ist jetzt schwer, das Territorium. Das heißt, das sind alle Schiffe nochmal besser. Alter, ich hab kein Zielwasser getrunken. Ich hole das nicht gleich. Ich hole da ja auch. Ich hab meine eigene. Das ist ja der Treffer. Ja, der Treffer. Nein, der hat einfach mal die Kamera. Alter, da ist einer von meinen Leuten, der schlägt mich die ganze Zeit. Ja, weil du den da oben. Ja, doch, du wolltest den da oben. Und jetzt wieder den da machen. So, immer mal. Ha. Ich hoffe, ihr habt ihren euren Spaß. Ja, haben wir. Und da fällt der nächste. Oh, Leute.